Ich kann machen, was ich will. Ich fresse hier die Kante und flieg weg. So, jetzt sind wir hier. Bremst mal. Ja, ich hab's! Skill. Leute, Skill. Also ich muss sagen, die Map ist Müll. Ich muss sagen, in erster Linie ist die Map easy, Junge. Irgendwann mal was halt dich fressen. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren geflechten Runde Let's Play Grand Theft Auto 5 Online. Zusammen mit Monsieur Fabnasty und der Bloody ist wieder da. Hallo Bloody! Und Moi. Natürlich unsere Leonie ist auch am Schdissel. Jetzt könnt ihr bestätigen, es wird geil, es wird richtig nice. Ihr habt mit Sicherheit meine letzte Episode gesehen. Gleicher Map-Erbauer, zweite Version. Ich bin gespannt, ich hab's noch nicht gezockt. Oh mein Gott, könnte geil werden. Vor mir ist Kev, rechts von mir ist Deko. Und ich halt die Fresse! Das Auto rum. Was? Stimmt, du fährst echt mit. Schlimm von den Autofarben, ne? Da hab ich ja gerade gesagt. Warte mal. Wir müssen hier opten. Ja. Oh. Okay, alles klar. Instant explodiert, Leute. Aha, ich weiß, wo wir hin müssen. Wohin? Oben auf das Dach, wo ich draufstehe. Nur ich weiß, also wo danach gerade draufgelandet bin. Ja, ich weiß nur nicht, wohin danach. Nein. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Achso, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen aufs andere Dach überspringen. Ja, da ist ja eine Rampe, Mann. Ja, auf, aber ich sollen wir auf der Röhre landen? Echt? Nee, ich glaube, rüber aufs Dach springen. Ja, aufs Dach überspringen, aufs andere Parkhaus. Wow, holy fuck. Ja, da ist er. Nice. Dann auf das Ding rumfahren. Jo, Bloody ist endlich mal nach einer langen Zeit wieder am Schdissel, ey. Das freut mich. Internet ist da. Und runterfallen ist auch. Lol. Ach so. Kann man so easy runterfahren? Und und ich verkack's instant. Ach, please. Ares. Okay, da braucht man mehr Speed. Ah, das ist echt so ein Ares-Moment wieder. Dieser Ares-Moment, wenn man einfach wieder verkackt. Ja, vor allem bei so einer leichten Sache. Oh. Ich bin das zweite Mal runtergefallen. Yes, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ihr Bitches! LOL, Ares, Mann! Geradeaus fahren, laut Dehner ist der Skill. Vielleicht was? Hat er nicht so ganz unrecht. Was? Geradeaus fahren, Skill? Was? Was? Ja, Mann! Was? LOL, 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 LOL! Ach, Dehner hat das mal damals in einer GTA-Aufnahme von den Losers gesagt. Geradeaus fahren ist ja auch Skill. Das ist sehr lang her. Oh mein Gott. Damals hat er ja noch aktiv gemacht, hier GTA Content. Genau. Ja, jetzt fährt er selbst. LOL! Das habe ich mir heute übrigens auch gedacht. Reicht absolut wieder nicht, ey. Was ist denn das? Anschwung nehmen. Wo müssen wir denn überhaupt jetzt dann da hin? Da runter auf die Rampe und dann... Hä? Hoffen, dass dich keine Rockstar-Kante tötet. Oh. Ich komm vom Speed wieder nicht hin, weil ich eine Rockstar-Kante fresse. Ach, auf das Dach! LOL! Okay. Hey, Junge, das geht gar nicht. Doch, du darfst nur keine Rockstar-Kanten fressen. Das ist ja, ich weiß, das GTA, da ist sowas eigentlich unmöglich. Wo sollen wir überhaupt hinspringen? Da scheinbar. Ach, da hinten auf das. Ach, da! Okay, alles da. Ah, ja, ich bin oben. Okay, alles da, fast Zucker. Ach, wie ich diese Kamera hasse, ey. Einmal außer sein R gedrückt und dann die ganze Ansicht. Jo, ab's dann auch. Ey, wie soll ich jetzt da hinkommen? 5000 Jahre später, ich habe es auch mal. Liebe Ente. Ey, wie soll ich auf die Plattform kommen? Warte, ich hab's vielleicht rausgefunden. Ach, da in die Röhre, was ein Bastard. Nein, ich hab's nicht. Ich glaube, man muss da hin. Nein, nicht da in die Röhre, oder? Ich hatte es was, hörst du mal, Leute. Warte mal, da ist die Spirale. Die Spirale könnte ich gut lenken. Ja, die Spirale lenkt dich gut. Hä?
Alter, wie habt ihr das da reingeschafft, Freunde? Wo rein? Wenn ihr auf dieser Hardpipe seid, dann die Speedröhre und dann müsst ihr in diese LSD-Nummer rein. Alter, nein, ich glaube nicht, dass wir in die LSD-Röhre rein müssen. Echt nicht? Wohin sonst? Ich weiß es nicht. Safe? Wo geht's denn da lang? Doch, wir sind muss ich. Ich muss in die LSD-Röhre rein, um dann die Spirale zu fahren. Okay. Mach. Kann man den Punkt cheaten? Nein. Hast du gerade probiert, ja? Ah! Ja. Ich hatte es fast. Ach ja, die eine Folge hast du nicht gesehen, oder? Nein, hat er, glaube ich, echt wo nicht, ich so Alter. Wunderschön reingecheatet hab. Ey, du bist also wie immer. So... Ey, er hat's voll übertrieben. Er hat die Map in 2 Minuten oder so einen Scheiß beenden können. Ey, ohne Witz. Mit dem Obstacle Worldwide. Ich weiß sofort, was er meint, Alter. Die Folge heißt auch, da cheatet er wieder. Ach, die, ja. Oh, ja. So, und jetzt muss ich nicht darüber irgendwie. Ich glaube, man muss irgendwie auf oder in der Röhre landen. Ja, schön, ich kann da nicht die Röhre rein. Okay, alles klar, ich weiß, wie es geht. Wie denn? Ja, du musst die Röhre rein und dann. Ihr müsst in die Röhre rein, Spirale, Jump machen und dann habt ihr den Punkt. Obstacle, ja, oder was? Klar, ich wüsste, dass man die scheiß Röhre rein. Nö, aber ich hab's gerade gesehen. Nee. Oh ja, nein! Ich ja, ich hab auch noch nicht den Winkel, also. Ich bin reingerutscht. Sowas mag ich ja eigentlich absolut nicht so. Komm, probier 1000 Mal aus, bis du den perfekten Winkel für den Scheiß gefunden hast. Ah, ich find's Spaß. Ich find's gar nicht so kacke, muss ich sagen. Ja, aber warum baut denn das sowas? Das ist. Because he can. Ja, er kann so einiges. So, alles klar. Ich bin jetzt nicht in der Röhre gelandet. Auf der Röhre zählt auch, oder? Nee. Doch. Nee. Ich respawn jetzt mit Sicherheit nicht. Du kannst mir meine kleinen haarigen Eier lecken. Ich. Und wenn dir was auffallen würde, wir haben keinen Kontakt mehr. LOL! LOL! Wie assi! LOL! Da ist so ein gelbes Scheißding im Weg. Und ich scholl dagegen. Wow! Da cheatet er wieder. Holy shit, man! Ah. Ja, Grüße sind raus, der Kanal ja, oben rechts verlinkt. Cooler Dude. Ja, sehr cooler Dude, ich durfte. Ja, GG, die Rampe ist definitiv nicht der richtige Weg. Hey Junge, wo spring ich denn hin? Ja, wie denn sonst? Das ist definitiv nicht der richtige Weg, du springst komplett. Anders geht's doch gar nicht. Ja, aber du springst komplett in die falsche Richtung. Ja, vielleicht sollst du dich selber so ausrichten, dass du richtig springst. Das wäre hart auf dir eigentlich, oder? Es. Bei der ersten Fassung hat er auch schon einen leichten Troll eingebaut. Ich vermute, das geht irgendwie anders. Vielleicht ist es doch einfach sein Troll. Nee, das geht gar nicht. Du kommst in die Richtung, oder? Du musst. Nee. Klar, nee. Kommst du da in die Richtung. Nee. Safe Call. Warte mal, das ist ein Container. Was ist mit den Containern auf sich? Oder kann man den ganzen Scheiß überspringen? Ich probiere das jetzt. Was hat das mit den Containern auf sich? Okay, Aro sucht einen Cheaterweg, ich suche einen Cheaterweg. Dort sind Container irgendwo. Nee, kannst du nicht, nein. Also, du kommst. Nee, es bringt ja nichts. Dach habe ich ausprobiert. Bringt dir nichts. Ich gucke mir das mal genauer an. Ist hier vielleicht irgendwo noch. Oh. Da ist eine Rampe drin, damit rausspringen kannst. Ist ja. Eine Rampe. Leo scheint es zu haben, so wie es aussieht, ne? Leo, was hast du gemacht, um da hinzukommen? Ich probier jetzt auch mal was. Wenn das klappt, ne, dann lag ich mir einen Arsch ab. Nee, sie machen das da hinten nicht, das habe ich auch schon gescoutet. Habe ich ausprobiert, ist nicht der Lösungsweg. Vielleicht nicht einfach korrekt ausgeführt. Lol, nein. Auf die Container neben der Röhre und dann Sache 20. Echt? Hab ich doch gesagt.
Hab ich doch. Und was für Container neben der Röhre? Ich weiß, welche sie meint. Das sind diese Schiffteile. Die breiteren meint sie, ne? Stimmt. Da, wo ich vorher, da, wo wir vorher drauf gelandet sind, wahrscheinlich die. Ja. Ja, und jetzt fliege ich zu weit, oder was? Ich bin im Flugzeugzeug da hängen geblieben. Na, es sieht aus wie eine Rampe ist. Oh, es hat kurz bei mir nicht funktioniert. Nein. Ja, ich weiß, dass es in die falsche Richtung ist, Junge. Ah, oh, please. Geh doch mal kacken, ey. Ich will doch nur den Punkt. Ja, easy. Da muss ich doch überhaupt nicht hin. Ich war irgendein anderes Element. Container neben der Röhre. Jo. Ah! Ja, oh, LOL! LOL! Ich finde irgendwie super, dass ich wieder Rockstar-Quanten stress. Bis zum geht nicht mehr. Motiviert schon wieder, richtig. Ich guck gar nicht mehr drauf. Boah, das war zu weit links. Ich war vorhin die ganze Zeit auf den scheiß Container drauf gelandet. Dann schau ich nicht mehr drauf. Ja, du willst ja doch drauf. Okay, ich will die Röhre. Ich sag GTA. Das beste Spiel EU West. Ich will ohne die Röhre, ohne GTA. In die Röhre, wenn ich. Oh, ich hab ihn, Junge! Was eine Geburt, leck mich! Wow! Vor allem, wie hast du genug Speed gehabt, da drüber zu kommen? Ich hab mal Anfangsspeed genommen. Direkt ja, vom Respawn ohne Probleme Anfangsspeed. Ja, ach so, also bist du lucky gelandet. Nein, bist du nach hinten lehnen? Easy. Jetzt bin ich noch zu weit. Lol. Holy fuck, Alter. Ja, aber der Respawn ist auch dezent Pimmel, ne? Nesti, hast du es gesehen? Wie soll denn der nächste Punkt gehen? Ich fress da eine Kante, sobald ich hier drauf fliehe. Wie geht denn der nächste Punkt? Dann fliegt mein Auto weg und dann komme ich nicht mehr weiter. Mann, geht doch mal auf das scheiß Dach da oben. Ich hab keine Ahnung, wie der nächste Punkt gehen soll, Ladies and Gentlemen. Ist schon easy. Ja, nee, nix easy. Nein, ich komme hier nicht weiter. Na doch, easy. Ach da, alles da, ja. Ich hab das gerade echt nicht gesehen, Mann. Jetzt kommt hier ein bisschen Concentration, Schissel. Alles da, hab ihn. Oh, ich muss erst mal aufs Dach draufkommen. Ja, das war... Und wieder Rockstar-Kante. Gigi. Macht Bock. Oh, lol. Lol. Ach, so hat er sich gedacht. Alles klar. Kleiner Schlingel auf jeden Fall. Und natürlich genau auf das scheiß Flugzeug. Weil. Mossbeat! Ares, Mossbeat. Oh ne, oder jetzt komm ich schon nicht mehr zu. Oh! Also ich muss sagen, die Map gefällt mir. Es ist anspruchsvoll, yes, ja, doch. Mir gefällt die Map, Rockstar gefällt mir aber nicht. Ja. Oh! Oh! Oh Gott! Mir ist gerade. Die Unterhose wenigstens noch trocken. Nein! Mir ist gerade so hart einer abgegangen. Oh mein Wow, ich durfte es mal schaffen. Danke, Spiel. Leonie macht die Ohren zu. Leo macht uns gerade so hart nass, ne? Das ist ein Problem. Ja, es wäre halt schön, wenn ich das Spiel so spielen dürfte, wie es gedacht ist. LOL! Hä? Hat er nicht geschafft, schade. Alter, Leo liegen die Maps von diesem Map-Erbauer, das geht gar nicht. Wir müssen uns was anderes einfach lassen. Ich würde mal sagen, Leo ist der Map-Erbauer. Ja, geheimer zweiter Konto. Ach, da ist der nächste Punkt. Aha, GG. Nice. Ach, man braucht die Speed. Wow. Wow, Ares. Best way ever. Ja, so ein bisschen. Du kommst wahrscheinlich wieder lucky durch. Ich sprang von der Hauskante ab. Und bin drauf gelandet. Wie hast du denn den Punkt von der von dem Dach gemacht? Ach so. Da ist doch diese scheiß lilane Säule im Weg. Wie hast du das geregelt? Jetzt mal ernsthaft. Ich muss dann ja eine Röhre schampen und da ist der Punkt. Aber wie?
Da ist eine scheiß Röhre im Weg. Pass mal, Papa zeigt dir das jetzt. Lad dich, komm noch nicht hoch. Mit unserer gesamten Rampe. Und voll wie das Ding. Ich hätte was Fullspeed gehabt, aber klar, irgendwie hat mich da eine scheiß Palme aufgehalten. Ja, nee, habe ich gerade null Zeittür. Fuck, fuck. Wow. LOL. Ja, du musst. Blatt, wie kamst du gegen. Wie kamst du. Dachgrauer Wallwild, irgendein Flip-Scheiß. Ja, geil. Und. Mein Lack in dem dann hörst du was. Ich glaube, ich weiß, wie es geht, alles da. Doch. Ich glaube, ich hab's gerafft. Wow. Du musst hoch abspringen. Aber es ist gar nicht so. Ja, ja, es ist gar nicht so einfach. Ja, aber du musst es auch so machen. Ach, weißt du, ich mach's anders. Ja, ja, ich war auch gerade am Überlegen, ob man schicken kann. Tatsache, die Macht ist wieder stark in dir, mein Freund. Vor allem schön, dass er eine Führung hinbaut und die Führung okay, nicht funktioniert. Und es überdreht mich, geil. Wo bist du denn? Bist du auch bei uns? Nee, ich hab hier. Ah, da bist du. Rockstar Auffahrt instant rausgeflogen. Wow. Ja, jetzt knall ich gegen die Datei, wenn ich die Führung starte. Oh, ich hab's! Nein, ich hab's nicht! Was? Doch, den Punkt kriege ich jetzt. Den will ich jetzt haben. Fick dich. Hm, genau. Punkt close. Gar nicht mehr. Kategorie. Ja, ja, close enough. Ich hab einen Punkt. GG, Alter. Kleiner Penis. So, Drecksgame. Kann ich das Spiel jetzt auch mal weiterspielen, Mann? Ja, ich nehme die Führung, ne? Knall aber einfach nach unten runter wie ein Stein. Ist geil. Wird das jetzt echt so sein, dass Leo uns wirklich rasiert? Alter. Ich hab einen Punkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee, jetzt ist also ja auch noch ein Anti-Cheater. Also, mein Cheat reicht definitiv nicht. Mann, was ist denn das für eine Rotze? Hier ist ein Anti-Cheater-Weg eingebaut. Oh wow. Kannst du nicht deiner Natursache frönen, ja? GG, Alter. Wie seid ihr da abgesprungen, dass ihr nicht gegen das scheiß lila Ding da knallt hat? Oder ist es wieder Lack? Absolut Zufall. Oh, Alter. Ich hab's geschafft. Als ich an diesem komischen Scheißding dran war, habe ich nach rechts oben gelenkt. Mit der Absicht rauszufliegen. Und das hat irgendwie funktioniert. Jo, also ich absolut locker wieder. Bist ja, du über das Ding rübergeflogen? Nee, nee, ich bin neben das Ding nebengeknallt. Und dann mehr. Oder dann mehr oder weniger auf der Straße genau daneben gelandet. Und nicht in der Röhre, aber der Punkt war close enough. Deswegen habe ich ihn mir einfach so geholt. Ich bin auch unten drunter. Ach, was gelandet. Ist denn das schon wieder für ein Hurenpunkt hier? Hey, komm, fahren, du findest dich da nicht, wo du hinspringst. Oh. Alter, Hauptsache ist doch so ein Konzentrationsscheiß dabei, oder was? First try. Alles klar. Aber ganz ehrlich, 2 Meter länger und ich hätte es zerkackt. Aber wirklich zerkackt. Oh, es gibt so ein paar Sachen, die kann ich einfach nicht und das gehört dazu. Wow! Also ich fliege jetzt auch wieder durch Elemente durch. Ist das Feature jetzt wieder drin, ja? Oh nö. Mann, nicht so ein Scheiß. Also. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, es sind ja keine Bugs, es sind alles nur noch Features. Und Fabi kriegt halt alle Special Features, das ist ja echt. Aber ist ja möglich so, ich erzähl da gerade keinen Scheiß. Du hast jedes Mal irgendeinen Scheiß, ne? Ja, das Game ist einfach Müll. Special Edition. Tut mir leid, das ist so. Boah. Ich hab Special Edition gebucht. Ich glaube auch. Die wunderschönen Hitboxen, die so wunderbar funktionieren, die auch dafür gedacht sind, da drüber zu fahren. Einfach durchbrettern, einfach brettern. LOL! LOL! Hauptsache! Genau, ist richtig. FF Lassie, ich bin einfach nur Fullspeed gefahren. Ich hab doch nicht mal gelenkt. Ja, deswegen meine ich, du bist mit der Lucky durchgekommen. Das hat nichts mit Lucky zu tun. Das hat viel mit Lucky zu tun. Skill. Komm, LOL! Hauptsache, da ist keine Wand. Ich setz übelst rückwärts zurück, weißt du? Ich denk mir, ja, zu weit geht nicht. Da ist eine Wand hinter Mann. Mir. Mann! Die war da nicht. Wie kommst du über diese Dächer? Wie bist du über Dächer drüber gekommen? Mir haut das Zeug weg. Fullspeed. Ja, und dann hoffen, dass sie das Heck nicht wegnimmt, nee, ja? Ein bisschen gegengelenkt. Achso, oh. Und was wirst du machen, wenn das Heck in der Luft ist und du querstehst? Wie lenkst du da nochmal gegen?
Oh. Hey, wo muss ich nach der Röhre lang? Da ist ein Wallride. Alter, das ist ja wohl nicht bündig, oder? Nee. Da hat mir die erste Fassung echt besser gefallen. Ach ja, und hier ist auch noch eine Kante, ziemlich schön. Also hier muss ich echt mehr knobeln. Dass Leo hier so sexy durchkommt, ne? Die ist laut Anzeige 8 Minuten 11 vor mir. LOL! Ja, die hat halt keine Kanten, ne? Scheinbar. Ja, die habe nee, ich auch nicht. Wie soll ich dahinter kommen? Ja, überschlag dich 3000 Mal. Ja, hast du den Moment auch dahinter geschafft? Noch nicht, aber ich weiß, wie er zu holen ist. Alles da. Ja, wie wir dahinter kommen? In der Röhre Top Speed. Wieder hinterkommen. Ja, ich finde es übrigens optimal, dass der da eine Röhre hinbaut, da eine Kurve reinbaut und dann kommt noch ein Wallride, dass man die Kurve so sieht. Ab dem Wallride hier, du musst Topspeed nehmen. Also guck mit deiner Maus, wo du lang musst, sonst hast du keine Chance. Was zum Leck mich, jetzt bin ich auf den scheiß Haus gelandet, auf den Dach gelandet. Und. Ja, easy. Ja, ich auch. Ist er wieder durchgelackt. LOL! Alter, wohin? da lang. Ist klar. Ich bin gegen die Röhre gesprungen, weil immer so viel in der Luft war. Oh! Nein, ich schaff's nicht! Ach, ich hab's. Ah, komm! Warum schaffst du das jetzt? Oh. Ich bin im dritten Wind gesprungen. Oh, du Lacker, ey. Was ist mit Lacker? Ja. Du musst da den gelben Wallride nehmen. Top und dann Speed. Wieder Lucky landen, ja? Nee, nein, es Lucky geht eigentlich. Achso, und ich fall einfach runter. Find ich geil. Ja, ich auch. So, ach ja, jetzt fliege ich drüber mit dem selben Speed wieder vor. Boah, voll gegen das Haus so. Ja, Gigi, Junge. Klasse Games und so. Also, Drecksgame. Oh, lol! Wo soll ich denn da hin? Du musst die Raffen mitnehmen. Ach so! Ah! Ja, was sind da? Warum ist die Raffe sonst da? Ja, oh, lol! Top Speed. Ares, wie bist du auf die Rampe drauf? Komm, ich schmier da ab. Da ist vorher eine Röhre, ne? Nein! Ja, ich weiß. Das hängt. Ich komm auf die Röhre drauf, wenn ihr den Würfel runter bin, tot. Lol. Hä? Nee, das Problem hatte ich null. Das hab ich auch nicht. Ich bin einfach, hab mich da, keine Ahnung, den Winkel Fullspeed losgefahren. Ja. Ach so, jetzt. Ich frag einfach nicht mehr bei dem Game nach. Ist besser. Auris. Hi. Nein. Oh. Ja. Nee. Nein. Oh, fuck, ist das assi. Oh. Ach ja, optimal, ich knall gegen diese Brücke. Oh, das ist etwas, was ich echt nicht kann. Gerade Ausfahrt in GTA. Also wirklich gerade, dass ich über längere Elemente die Richtung halten kann. Meine Frage. Ja, bitte. Wie kommen die an der Brücke vorbei? Immer gegen, okay, egal mit welchem Speed. Ja, nee, ist es nicht so. Du musst einen Speed drosseln. Hälfte ungefähr vom Dach. Achso, das also reicht natürlich nicht. Zurücksetzen. Ich respawn ja immer außerhalb, dass ich mich immer noch schön selbst ausrichten darf. Ach was, echt jetzt? Ich bin im gleichen Winkel gelandet. Ja, ich respawn nie direkt so, wie du jetzt respawnt bist. Darf mich immer selbst ausrichten. Geil. Ja, das ist jetzt seitdem du da bist. Aber wenn du gegen die Brücke knallst und noch auf dem Element bist, sollte das vom Speed bin noch reichen. Du prallst ab wie ein Gummiball. Also, ich bin da. Hi. Na, ich prall hier immer noch auf die Plattform drauf. LOL! Die Sache ist jetzt LOL! Jetzt hat er es nicht mehr angenommen. Oh, bitte, ist das hart assi jetzt. Was? Ach komm, ja, spiel wie so ein kompletter Vollspaß nebenher. Jetzt bist du zwar gerade geflogen, aber. Ah! OBS läuft nicht. Doch, OBS läuft super. Achso, was hat es da nicht angenommen? Jetzt nimmt er das mit dem Speed hier nicht an. Kann ich. OBS läuft, also Aufnahme ist da, man hört euch, man hört mich, alles super. Ach so, jetzt krieg ich den Speed auf. Ja, geil, klasse. Super Spiel. Oh! Hey, nein! Please.
Als ob Leo... Auch wieder nicht. Oh, Leo, wie hast du das geschafft? Please, Alter. Mit Lack und keine Rucksackkante fressen. Ja. Und du kennst meinen Lack hier in dem Müllgame. Ja, allerdings. Aber du... dafür kriegst du woanders Lack in Arsch geschoben. Bringt mir aber nichts. Ja. Naja, doch, du... das ist echt Geld, Mann. Ich kann machen, was ich will. Ich fresse hier die Kante und flieg weg. So, jetzt sind wir hier. Kann ich's mal fahren? Ja, ich hab's! Skill, Leute, Skill. Also ich muss sagen, die Map ist Müll. Ich muss sagen, in erster Linie ist die Map easy, Junge. Was halt dich fresse. Ich hab dich auch lieb, Fabi, Alter. Nee, ich hab gerade ganz, ganz schlechte Laune. Ja, ich merk das schon. Kann ich jetzt hier bitte mal gerade spawnen? Nein, ich spawn auch immer falsch weg. Ist geil, ist richtig voll, geil. Vor allem, wo ich vorhin mit Daris alleine hier war, da war das alles immer gerade. Ja, weil GTA ihr, ein Drecksgame ist. Jetzt seid ihr doch auch alleine. Ja, jetzt geht's auch nicht gerade. Hä, lol. Ich weiß so viel wie diese Gruppe. Hä? Du brauchst Fullspeed, aha. Ah, ich hab ihn. Nicht. Brauchst du dich? Doch. Ja, zum Ende hin. Ich hab's Tatsache gerade mehr oder weniger mit Fullspeed geregelt. Ja, weil ich hab meinen Speed am Anfang so ausgerichtet, dass ich nicht gegen diese Brücke bounce und dann die ganze Zeit Topspeed. Aber ich war auch ideal gerade, dann war es easy. Und wieder gespawnt, ist geil. Wow, Leute. Ja, wir spawnen hier permanent rum. LOL! Als ob Ares, nö! Und das Schöne ist, sobald ich irgendwo aufsetze, ist meine Gradigkeit eh weg. Leo, Sweetie, wo steckst du gerade? Jetzt mal ohne Witz. Mir wird die ganze Zeit eiskalt angezeigt, dass du... Ich glaube mal, Leo übt heimlich. Ja, das glaube ich allerdings auch. Keine Zeit. Mal ich wieder gegen die ja. Hast du das wieder gesehen, wie schön ich weggeflogen bin? Und das nur da... Ich wieder genau drauf. Leo übt doch heimlich. Leo übt doch heimlich nur, um in der Ente Entertainment Aufnahme gut auszusehen. Das meine ich doch. Ja. Hast du gesehen, wo ich hingeflogen bin? Das Problem ja, ist. Der Luft schön ausgerichtet. Das Problem ist doch, wenn sie als Anfänger gut aussieht, sehen wir extrem scheiße dabei aus. Deswegen übt sie ja, weil sie jetzt kacke aussehen. Ja! Mann, also ich springe immer daneben, ich kann nichts wegen machen. Sobald ich auf die eine Rampe gehe, haut mit Kiste krumm und das. Oi! Alter, diese Map, Alter, die triggert mich gerade, ne? Ja, stell dir die Map jetzt noch mit Kanten und Boxen vor. Du solltest echt auch mal deinen Computer aufräumen. 22 schon 27. Da bin ich gar nicht... nicht, dass das am PC liegt. Ich glaube eher, dass das GTA. So weit bin ich nicht hinter dir. Nur ich verkack gerade. Boah. Zu weit! Ares, kriegen wir das auch in schön und langsam hin? Nein! Achso, ich fahr Fullspeed und knall gegen die Röhre. Finde ich gut. Geklopft wieder, alles kaputt. Ja, sorry. So, Ares, jetzt habe ich Fullspeed genommen. Ich bin gegen die Röhre geknallt. Welche Röhre? Echt jetzt? Wo der Punkt drin ist, ja. Was soll ich anders tun? Ja, GG, Alter. Mehr Fullspeed fahren, oder was? GG, Alter. Nee. Wo bist du gegengeknallt? Unten, oder was? Unten. Hast du auch damit gearbeitet, dich nach vorne und nach... Ja. Ja, da weiß ich auch nicht weiter. Also, bei mir hat's funktioniert. Oh, ist das assi, wie ich hier hart rausgejumpt bin. Ach, das muss ich. LOL! Als ob, wo ist der Punkt? Oh Gott! Hui, ich überdrehe mich aus unerfindlichen Gründen. Yay! Hallo Rockstar. Achso, nur mal so nebenbei. Nein. Ich spawn auch alleine hier nebenher das und so. Kein Sonnenkind-Flip. Nein. Nein, da ist kein Sonnenkind. Sicher? Ja, ganz sicher. Ja, ich muss den Verlauf verlassen. Von
den Kurven-Ding. Hä? Ach, du bist vor mir mittlerweile. Ach so. Ich bin jetzt in der Röhre. Wie komme ich hier wieder raus? LOL! Oh, ich komme damit null klar hier mit der Scheiße. LOL! Was? Was? Und dann krieg ich den Punkt nicht, dein Ernst! Willkommen in meiner Welt. Nimm dir einen Tisch. Mann! Oh, ist das assi, please. Oh, die erste hat mir echt um Längen geiler gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Map ist einfach um Längen Müll. Nein, die ist nicht um Längen Müll, aber wow. Please. Oh, hier ist um einiges mehr Troll drin. Ah, Mann. Troll ist doch lustig, ha, was ein Spaß. Wenn man es ranschreibt, bin ich auch dafür, nicht, ja. Wenn man es ranschreibt. Genauso behindert. Ach ja, natürlich. Alles da. Ich wollte mir gerade erzählen, dass ihr alle da an diesem Punkt gerade hängt, oder was? Ja, ich komme irgendwie nicht auf diese Scheiße. Ich meine jetzt eher so Leo und Bloody. Joa. Das ist ein scheiß Ankündigung. Also ähnlich jedenfalls. Ja, ich weiß, wie er funktioniert. Nee, ist kein so ein Tempel. Oh, ja, was? Nee, ich weiß, wie es funktioniert. Es ist ja, viel auch. Einfacher. Ja, du musst über den scheiß Container drüber springen. Ja, wow. Nö, falsch. Nee, ist richtig. Nein, ist falsch. Ich erinnere mich, ich weiß, wie es funktioniert, glaub mir. Hast du die Map wohl schon mal gesehen, oder was? Ja, bei den Losers, aber vor über 2 Jahren gefühlt. Ja, sagt Dave wieder. Ja, wahrscheinlich ist so. Davor nochmal heimlich studiert. So, dann wäre ich schon... Okay, verkackt, so mache ich es jetzt. Nein. Da ist doch dieses Werbeding, ne? Da ist doch dieses Werbeding-Keule. Ja, Mann, ich hab's doch gerade gemacht. Und du musst aufs Werbeding drauf ausrichten und von dort kommst du aufs Dach. Ich weiß. Oh, ist das assi. Ich bin zu weit geflogen. Oh, und das krieg ich jetzt nicht hin. Oh, bitte. Hä, nö, ich spring ja einfach bei dem Ding ab und komm da halt einfach fast drauf. Und ich bin halt einfach bloß zu langsam. LOL. Also, aufs Werbeding und da drauf. Nö, eigentlich nicht. Du brauchst einfach nur wirklich über den scheiß Container drüber springen. Easy. Also früher raus, oder was? Ja. Ja. Dass du über den Container drüber segelst, dann kriegst du noch den Speed, der oben drauf ist, und dann kriegst du da eigentlich auf die Plattform drauf. Hier so. Jo, genau so. Ah! Hab's. Oh, ich war eben gerade sogar drauf auf diesem Werbeding. Also, ich glaube, das soll der Weg sein. Ja, wie springst du dann raus bei deinem Weg? Du springst ja dann früher raus, steil. Oder nicht? Ja, ich bin nach oben. Hä, wo soll ich jetzt hin? Na, okay, ja, so geht's auch, aber... Ja, was soll man hier auch machen? Ich check grad gar nichts. Wo bist du? Wo soll ich hin? Direkt bei euch. Hier runter? Warte. Ja, das ist ja Cheater-like, ne? Das ist ja... Ja, optimal, ich prall einfach ab. Warst du an dieser Werbetafel? Nein, ich bin einfach vom Boden abgeprallt. Wow! GTA hat sich aber heute extrem lieb. Kann das sein? Ich bin ungefähr genauso abgeschmiert wie du da gerade. Ja! Ach, die Stelle... Ach so. Ja. Und dann muss Lucky da oben auf Werbeschild landen, ja. Nein, muss man nicht. Ja, du kannst es auch so machen, sobald du am Wallwrap bist. Instant, da ist doch dieser Container von dem anderen Wallwrap. Viel schneller, viel höher raus. Ja, wenn man nicht vom Speed erwischt wird und da rein. Dann kriegst du den Speed und der kickt dich rein. Ja, ich knall aber gegen den Wallwrap. Tatsache, ich knall gegen den Wallwrap, der da angebaut ist. Ich darf wieder nichts sehen. Weil die Kamera meint, ist Müll. Oh, nee, und ich muss nicht scheiß reinspringen und springen. Ich bin wieder ein Gummiball. Mein Auto besteht aus Gummi. Boing, boing, boing.
Ja, ich hätte es gerade sehen müssen, ey. Hauptsache, keiner von euch hat beendet bisher. Rockstar Auffahrt at its best. Wow! Wow! Immer wieder schön, dass vor solchen wunderschönen Ausbildsachen immer so Rockstar-Ausfahrten sind. Boah! Die Hälfte der Versuche instant in den Müll treten kannst. Voll. Und noch besser, dass die NPCs spawnen. Ja, hatte ich aber eben auch gerade. Wo kam der eigentlich her, Alter? Ja, das Schöne ist, die ist er neben dir gespawnt. Mir ist er vor der Karre gespawnt. Dementsprechend weiter. Leo, die fahr mal bis ganz hoch zur Röhre und hol mal Speed. Hauptsache, Leo hat's auch, Mann. Was ist bei euch verkehrt? Wir dürfen das Spiel spielen. Wow. Ski. Ja, GG, der NPC schießt hier rum. Oh Gott, war das schlecht alles. Junge. Ja, geil. Der NPC steht im Weg. Ja, und es soll nicht mal GTA-Modus an. Das heißt, wir können ihn noch nicht mal wegballern, ey. Ne. Hupen. Bauen wir jetzt irgendwo. Ja, das kann ich auch schon wieder vergessen. Geil. Okay, ja. Leo ist da auch abgefallen. Okay. Ich komm da auch nicht rüber. Also. Cheaten. Ist, glaube ich. Der scheiß NPC weg. Ja. Ich komm da nicht mehr hoch. Ich hab nicht genug Whip. Ich fall da einfach runter. Ich krieg das auch nicht hin. Ich guck mich jetzt hier mal um. Nee. So, Pralab. Doch. Kommt der Punkt? Nee, doch nicht. Scheiße. Mann! Kommst du lucky rein, ja? Ich glaube, man kann da cheaten. Was wollten jetzt eigentlich cheaten? Immer noch den gleichen Weg. Ja. Ah, man kann also da. Entweder. Fabi, komm mal zu mir. Man kann da cheaten. Entweder spawnt ein NPC gesagt, direkt vor mir. Ach, jetzt habe ich den Punkt so, ja. Ja, wie gesagt, das ist so. Ja, einfach. GG, Hauptsache, ja, ihr habt. Das Problem ist aber, Bloody, wenn drei NPCs vor dir respawnen. Ja. Also ja. Fußgänger. Wir hatten gerade. Dann aus dem Weg wir hatten allen Ernstes gerade Fußgänger da, warum auch immer. Hä, hey, die haben doch nicht so respawnen, die Wichser. Machen sie aber, Bloody, wie geht's nach dem Dach weiter? Einfach runterspringen oder was? Ach nee, da ist die Rampe. Ich bin gerade so weit weg. Oh Leute, ey, ganz ehrlich, ne? Leo, schon wieder einmal. Ja. Wie soll der Müll jetzt schon wieder funktionieren? Oh Leute. Also langsam aber sicher bin ich am Kotzen, weil ich jetzt hier an diesem Punkt hänge, ne? Aber ohne Witz. Na wie gesagt, 2 Meter und so vor dem ja, Punkt. Ja, wie geht nach dem der nächste Punkt? Wie soll ich auf diese blauen Plattform kommen? Na, indem du rechts an der blauen Plattform auf das Dach runterfällst. Das Dach ist ja nicht vollständig mit diesen Zacken. So. Gucken. LOL! Das Programm wird sich echt noch nach hinten verschieben. Wer ist ein Master verlassen? Weiß ich nicht, aber ja, Leo hat's geschafft. GG, Alter. Ach, das ist wieder so ein schöner Sprung. Das sieht man wieder nicht, wo man hinspringt, ja. Tolle Map. Ja. Richtig tolle Map. Ja. Nein, nicht so weit, nicht so weit. Arbeite mit deiner Maus. Nicht so weit. Bringt mir nichts, wenn ich davor ein Looping baue und meine Kamera komplett verdreht ist. Oder ich einfach runtergeschlagen werde. LOL! Nein! Oh Gott! Okay, ja, das war's. So geht's. Jawohl, danke fürs Reifahren, Bloody, Alter. Fick dich. Hä, hey, als ob das jetzt schon zu Ende ist. Ich ja, es sind 2 von 2 drin. Alles klar. Gut, liebe Freunde. Warum kann ich hier mein Radio nicht einstellen? Lololololololol. Ja. GG, ich kann mein Radio gerade nicht einstellen. Warum nicht? Hallo. Egal. Bam. Zeit abgelaufen, nie beendet. Ladies and Gentlemen, wir sind am Ende einer Episode angelangt. Dass du reingefahren bist, du Arschloch! Ich dachte, da muss noch einer rein. Nein. Das war jetzt nicht wieder an sich. Aber herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg für unsere Leonie in der Aufnahme. Ach, Däumchen da oben.
wird man nicht loben. Ladies and Gentlemen, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst es mich mal durch ein Däumchen nach oben wissen, wäre richtig fresh. Ihr könnt natürlich komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Schimmede und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Don't.